Du möchtest bei Geschäfts- oder Förderbanken einen Kreditantrag stellen, dann wirst du sehr schnell auch an das Thema Kreditreform stoßen. Und ich werde dir heute sagen, wie das funktioniert und wann du ein gutes oder ein schlechtes Rating dort hast. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Hub-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und jedes Jahr helfen wir mehreren hundert Menschen dabei, Förderanträge zu stellen. Und gerade die Bestandsunternehmen, die müssen von der Kreditreform eine Auskunft geben lassen. Die Kreditreform wurde 1879, also vor über 130 Jahren, bereits gegründet als eine Schutzorganisation gegen schädliches Kreditgeben. Hier soll also der Kreditgeber geschützt werden und das ist auch die Hauptaufgabe der Kreditreform, als Auskunftei für wirtschaftliche Themen zu fungieren, für alle Unternehmen, die einen Kredit oder einen Lieferanten beauftragen wollen oder vergeben wollen. Das Zweite, was die Kreditreform macht, ist, dass sie auch Inkasso-Dienstleistungen anbietet. Das heißt also, Kreditreform hat keine Kunden, sondern Mitglieder, die sind regional organisiert und jeder kann dort Mitglied werden. Was genau speichert die Kreditreform über dich ab? Sobald du an den Markt gehst, wird die Kreditreform sofort über öffentliche Anzeiger und Register folgende Daten bekommen wollen. Einmal deinen Umsatz, dann deine Bilanzkennzahlen, Anzahl der Mitarbeiter und wie viel Kapital du auch hast. Und diese Zahlen versucht sie sich öffentlich zu beziehen, aber an alle Zahlen kommt die Kreditreform nicht dran. Deshalb bist du eingeladen, natürlich auch selbst diese Zahlen zu liefern, um ein besseres Rating zu bekommen. Wenn die Kreditreform nun deine Kennzahlen hat, egal ob die vollständig sind oder nicht, dann wird sie einen Index, eine Bewertung durchführen und einen Index erteilen. Und zwischen 100 bis 149 bist du ausgezeichnet. Danach bis 199 sehr gut, von 200 bis 249 lediglich gut. Wenn du dann die 250 unterschreitest, dann bist du noch im mittleren Segment und darunter schwach, sehr schwach und ab 500 mangelhaft und bei 600 Punkten ungenügend. Und wie reagieren nun die Bankenhäuser? Die Bankenhäuser und Kreditgeber, die wollen in der Regel einen Index haben, der besser ist als 300, also weniger Punkte hat. Wenn du die 300 Punkte unterschritten hast, dann erhältst du in der Regel auch eine Ablehnung. Wenn du also die 300 Punkte überschritten hast, also 310, 350, 400 Punkte hast, dann wirst du in 99% aller Fälle von den Banken eine Ablehnung bekommen aufgrund deines CREFO-Indexes, also des Indexes bei der Kreditreform. Hier oben ist also der gute Bereich und hier unten der schlechte Bereich. Und was kannst du nun tun, um ein besseres Rating zu bekommen? Nun, das Erste ist, wozu ich dich einlade, direkt dort anzurufen und zu fragen, welche Kennzahlen überhaupt vorliegen. Meistens hast du ein schlechtes Rating, weil du nicht alle Zahlen selbst geliefert hast. Denn aufgrund des Datenschutzes darf die Kreditreform sich gar nicht alle Zahlen selbst besorgen oder sie bekommt sie einfach nicht. Deshalb rufe an und beantrage entweder ein mündliches Beratungsgespräch, wo du die Zahlen lieferst, oder lass dir einfach die jährlich sowieso versendeten Unterlagen schicken. Füll dir einfach aus mit allen Kennzahlen und schick das zurück. Es lohnt sich aber auch für dich, immer einen Online-Auszug schicken zu lassen, um vielleicht zu gucken, ob da alte Sachen noch abgespeichert sind. Vielleicht warst du mal bei einer Firma beteiligt oder Geschäftsführer und die wurde liquidiert, also aufgegeben und dieser Eintrag ist vielleicht noch nicht gelöscht. Also überprüf alles, was hier gespeichert wird und beantrage dann die Löschung der Sachen, die schon längst hätten gelöscht werden müssen. Zusammengefasst ist die Kreditreform also ein wirksames Mittel, um Kreditgeber zu beschützen. Das bedeutet also, dass nicht nur für dich das Gute ist, wenn du ein gutes Rating hast, wenn du Kapital aufnehmen willst. Auch in der Zukunft, wenn du beispielsweise Kunden hast, die in großen Mengen bei dir einkaufen wollen, so macht es auch hier Sinn, dass du selbst die Kreditreform nutzt und dir vorher den Auszug, den Index schicken lässt, um dann zu entscheiden, ob du den Auftrag annimmst und nicht auf dein Geld später warten musst. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, deine Fördermittel, deine Kreditanträge zu stellen und auch ein gutes Rating zu bekommen, so lade ich dich gerne ein kostenfreies Erstgespräch zu beantragen. Gerne aber auch kannst du unseren Kanal abonnieren und jetzt Daumen hoch machen bei diesem Video. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Antrag auf Fremdkapital. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.